Hallo und herzlich willkommen bei Commander Jensor in der Garage. Und ich bin heute nicht allein in der Garage, ich habe einen Special-Gast dabei, nämlich den... Den Biogenesis, einen wunderschönen guten Tag. Genau den, hallo. Ja, und zwar bist du hier, weil wir irgendwie entdeckt haben, dass es da was Besonderes gibt und da wollten wir heute mal drauf eingehen. Und deswegen dachte ich mir, stell dich doch einfach mal vor, erzähl doch mal was über dich. Ja, ich heiße André, ich bin 21 Jahre alt und wohne in Essen. Ich bin im Moment noch Schüler, das ist jetzt mein letztes Schuljahr, dann habe ich endlich mein Abitur. Yay, geschafft! Ja, einfach das Jahr überstehen, aber wird schon. Was denkst du nebenbei mal, was denkst du, was du für einen Abiturschnitt schaffst? Bist du gut? Oder? Ich bin gut, ja. 2,4, cool. 2,5 sollte drin sein. Das ist ja nicht gut. Nee, ich glaube, ich habe ja auch ein Fachabi. Ich glaube, ich hatte 3. 2,6 oder 3, weiß ich nicht mehr genau. Aber gut, anyway. WoT, ja, wie lange spielst du schon? Wie lange ich spiele? Seit September 2012 ungefähr ist das. Also ich habe jetzt knappe 18.000, 19.000 Gefechte. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Ich glaube 19.000 sind es. Ja, okay. Und das ist schon eine Menge. Ja, das ist schon ordentlich. Ich weiß gar nicht, wann fing die ganze WoT-Sache an? War das da auch an den Anfängen oder die Beta? Nee, das war früher, ne? Nee, Version 7.5. Da konnte man noch keine Klippen runterfahren. Und da, ja, stimmt. Da war die Gummiwende noch da. Genau, da war man so im Winkel von 45 Grad dann an den Klippen. Ja, super. Cool. spielst du sonst noch was? Bist du der typische Gamer oder ist WoT so dein einziges Spiel, was du, dem du frönst? Also, typischer Gamer, ich spiele hauptsächlich World of Tanks, aber wenn mir halt danach ist, dann spiele ich auch noch ein bisschen PlanetSide 2, ja. Und aber hauptsächlich World of Tanks. Naja, okay. So, und jetzt, weshalb wir hier zusammen sitzen in meiner Garage, das geht ja um das Thema Streamen. Und erzähl doch mal, wie kamst du denn drauf, denn du streamst ja schon, wie kamst du denn auf die Idee, wie ist denn das Ganze entstanden? Oder kommt das halt so während der Fahrt, wenn man denkt so, WoT ist schick, jetzt mache ich noch was anderes, oder? Ja, wie kam ich darauf? Also irgendwann habe ich mal zufällig, weiß ich nicht, zufällig Quickie Baby gefunden bei Twitch und dann ja, habe ich mir okay. das Ganze angeguckt und dann fand ich halt das eigentlich gar nicht mal so schlecht und es ist ja eben kostenlos und ja. Letzten Endes habe ich mich dann aus Spaß an der Freude einfach mal angemeldet und das Ganze einfach mal so ein bisschen getestet und jetzt sind die Tests endlich mal durch und jetzt kann ich halt richtig streamen. Ja, und richtig streamen heißt, du hast ja gestern auch was Besonderes gemacht, ne? Also du praktizierst das Ganze ja schon. Was hast du denn gestern gemacht? Ja, ich habe gestern um 16 Uhr angefangen mit einem 24-Stunden-Stream, bis heute um 16 Uhr. Und das waren dann knappe 165 Runden, die ich gespielt habe. Krass. Mit einem aus Jensors Clan zum Großteil und dann... Dem Epics, ne? Der Epics war mit dabei, ja. Genau, der Epics zum Großteil, also... Wahnsinn, 24 Stunden. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich wäre zu alt für sowas. Ich würde da wahrscheinlich zwischendurch sterben oder so. Aber... Also was ich sehr interessant fand, ich hätte jetzt, als du das gesagt hast, dass du es machst, dachte ich auch so, ist ja spannend. Mal gucken, wie er dann so nach 20 Stunden noch spielt, ob er dann nur noch Scheiß zusammenspielt. Aber ich konnte das ja heute von der Arbeit aus beobachten und muss ganz ehrlich sagen, Respekt hätte ich nicht gedacht. Du hast nämlich einfach genauso gespielt, wie ich abends sozusagen dich verlassen hatte. Da war überhaupt gar kein Performance-Einbruch zu sehen. Also insofern ein absoluter Cyborg. Der Bio ist ein Cyborg. Ja, cool. Nee, 24 Stunden war ja schon echt das Highlight, ja. Ja, wir hatten ja mal, also so, genau, du hast angefangen mit dem Stream, du kamst auf die Idee, ich habe das mit dem Stream, ich habe da ja jetzt auch angefangen, wir haben vorhin gerade nochmal eine andere Software eingestellt, sodass es jetzt fluppt vernünftig. Ich habe irgendwie immer gedacht, das mit dem Stream ist eigentlich Quatsch und Unsinn, aber es ist eigentlich neben den YouTube-Videos ist es eine witzige Ergänzung, weil es halt so wirklich wie Fernsehen ist, ne? Man kann dann so sagen, also zum Beispiel wie wir jetzt sagen, Mittwoch 21 Uhr streamt der Bio das nächste Mal, da müsst ihr auf jeden Fall einschalten. Ich werde die URL auch gleich mal reinfliegen lassen, aber ein lustiges Medium, so ganz anders als YouTube-Videos. Nebenbei, du machst ja gar keine YouTube-Videos, ne? Ist eine interessante Konstellation. Richtig. Ja. Ich habe keinen YouTube-Kanal, ich habe nur meinen Twitch-Kanal, meinen Twitch-Channel. Ja, ist ja auch ein Stück weit flexibler. Man kann sozusagen, man hat keine aufwendigen Geschichten. Ne? Du drückst auf den Knopf und streamst. Und wenn du keinen Bock mehr hast, hörst du auf. Und man muss nichts nachkommentieren, man muss nichts hochladen, sondern es geht halt alles automatisch. Also das eine hat Vorteile, das andere auch. Also ja, wie eben schon angesprochen, Mittwoch, 21 Uhr.
wollen wir, dann machen wir das so, der Bio streamt und ich werde dann da mitfahren. Und wir hatten noch mal uns was anderes überlegt, ne? Mit dem, du erzähltest ja mal, dass man auch zu zweit streamen kann. Also erzähl uns doch da noch mal kurz was drüber. Genau, ja, das würde dann im Prinzip so aussehen, dass der Jenser seinen Livestream laufen lässt und ich meinen eben auch. Und es gibt eine Seite, da kann man die Links von beiden Livestreams einfügen und dann werden die parallel nebeneinander angezeigt und die Chats von seinem und von meinem Channel werden eben auch untereinander, also werden eben auch nebeneinander angezeigt. Dann hat Okay. man eben beide Bilder gleichzeitig in einem Fenster. Das heißt also, dann könnt ihr sehen, was ich mache und was in der gleichen Zeit der Jenser macht. Ja, cool. Ja, aber das ist, sag ich mal, wir haben, du hast gesagt, es gibt es. Wir haben gesagt, das wollen wir auf jeden Fall machen. Das bestimmt auch ein lustiges Event für einen fixen Tag. Aber da müssen wir erstmal noch ein bisschen planen. Aber das werden wir zukünftig auf jeden Fall tun. Jetzt aber erstmal am Mittwoch 21 Uhr beim Twitch-Channel vom Biogenesis. Den findet ihr entweder, ich werde das jetzt gleich einblenden, in der Beschreibung vom Video packe ich es noch mit rein. Oder ihr geht einfach auf Twitch TV, also twitch.tv und dann gebt ihr Biogenesis ein, aber mit 2S, also Biogenesis mit 2S am Ende. Jo. So ist das. Machen wir Mittwoch. Gelle? Genau. Prima. Dann würde ich mal sagen, es ist alles gesagt, und wir sehen uns dann am Mittwoch. Dann bis Mittwoch. Genau, von meiner Seite tschüss erstmal. Tschüss.